Was macht man gegen das Sommerloch? Genau, man stopft es mit Klemmbaustein. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, ja, es ist mal wieder Hallzeit. Das Sommerloch muss doch gestopft werden und deswegen habe ich mir ein paar Klemmbausteine besorgt oder ich habe Post von euch bekommen. Wobei, es stimmt nicht ganz, es geht heute nämlich nicht nur um Klemmbausteine, aber dazu kommen wir später. Freunde, ja, das sind hier wieder meine Einkäufe der letzten Wochen, beziehungsweise auch ein bisschen Post von euch und ich möchte so einfach mit euch dran teilhaben. Ihr schaut es ganz gerne, ich erzähle ganz gerne und wie immer ist das hier ein One-Taker. Zwischendurch muss ich dann vielleicht mal einen Schluck Wasser nehmen, weil ich so viel sabbele. Aber ich rede hier durch und schneide nicht, sofern der Kamera-Akku standhält. Ja, apropos standhalten, Freunde. Standhalten, da komme ich irgendwie zusammenhalten auf die Community und ich habe euch gesagt, es dreht sich heute hier nicht nur um Klemmbausteine. Der liebe Collect Evil aus Österreich hat mir nämlich etwas zugeschickt, also ich habe sie gekauft, der hat mir was für besorgt, was ich so noch nicht kannte, was es aber nur wohl in Österreich gibt. Wenn es das nicht nur in Österreich gibt, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wo ich es kriegen kann. Denn es handelt sich um, ihr habt es vielleicht schon gesehen, Haribo Almdudler. Ich und meine Freunde sind große Fans von Österreich sowieso und auch der Kräuterlimonade aus den Bergen. Und da gibt es sogar vom lieben Hans Raab in Bonn oder Riegel, ich weiß gar nicht genau, gibt es ja Holunder Almdudler Gummibärchen. Und der liebe Collect Evil hat mir drei Tüten hat er mir besorgt. Ich habe den bezahlt. Alles, wie es sich gehört. Es waren sogar vier, zeigt mir gerade die Regie an. Aber wir haben nur noch diese eine zu. Der Rest ist angebrochen oder schon verputzt. Also Almdudler Gummibärchen. Dafür ist die Community halt auch cool, einen da was zu besorgen. Finde ich richtig klasse. Danke dir nochmal. Viele Grüße in die Alpenrepublik. Dann bleiben wir doch gleich bei Community. Das ist irgendwie viel interessanter, viel spannender. Ich habe vom lieben Sascha, der Erfinder des großen Flaschenöffner Teiletrenners, etwas bekommen, was ich mir gewünscht habe. Er hat da von mir ein T-Shirt bekommen. Dafür hat er mir, der liebe Klemmbaustein-Moba, na, wer errät es? Wer errät's? Türkeile mit Noppen gedruckt. Er ist ja ein großer 3D-Drucker-Profi und ich habe mir gewünscht, diese Türkeile mit Noppen drauf. Warum? Weil ihr seht es schon hier, man kann die Tür einkeilen und obendrauf seine Lieblingsminifigur stellen. Hier hat sich die Hedda reingeschlichen. Ich möchte hier mir den Yoda draufstellen oder Darth Vader und der ist dann quasi so mit seiner Macht, drückt er die Tür halt in die Enge, in die Halterung, da wo sie stehen bleiben soll. Das habe ich irgendwo bei Pinterest gesehen. Nicht mit Klemmbaustein, aber der Sascha hat es mir mit Klemmbaustein gedruckt und man kann ja noch mehr drauf machen, im Auto oder wie auch immer oder ein Kubimännchen. Also ist mal eine witzige Idee, finde ich einfach geil und ist aber was Uniques, hat nicht jeder. Wie gesagt, dafür hat der Sascha von mir ein T-Shirt bekommen. Ja, das ist das Community zu den anderen Sachen. Nein, komm, ja, machen wir weiter. Einer meiner besten Freunde aus der Community, ihr wisst es, ist der liebe Ben Briggs und der hat mir was zukommen lassen. Auch einfach so. Ich hatte es schon mal geöffnet, aber beim Haul-Video geht es ja auch darum, dass ihr ein bisschen mitkriegt, was ich hier bekommen habe und der ja, Öffnungsfaktor ist ja mit das Wichtigste. Deswegen schneide ich es euch mal auf. Wie ihr vielleicht wisst und der Ben weiß es halt auch, bin ich ein großer, ja, Nerd, Geek, ein großer Comic-Fan und bei diesen Comics mag ich am meisten, am liebsten immer die Bösewichte. Ich weiß nicht warum, was da in meinem Kopf falsch läuft, aber mich ziehen diese Bösewichte richtig an. Und der liebe Ben hat für mich einen Dr. Doom Brickhead gebaut. Und Dr. Doom ist einer meiner liebsten Bösewichte, einer der miese Oberschurken aus dem Marvel Universe. Und hier, Freunde, schaut es euch an. Dr. Doom aus Klemmbaustein. Richtig cool. Ben, vielen lieben Dank dafür. Den Brief weiß ich gar nicht, ob ich eine vorlesen sollte, aber hier stand halt drin eine Vorgehensweise. Videocall mit Ben ist schon passiert. Dabei zuerst Brief lesen, dann Geschenk auspacken. Ich habe es für euch nochmal gemacht. Beim Call war ich leider nicht dabei. Was sehr, sehr schön ist, ich habe ein paar Tränchen verdrückt. Ben, vielen lieben Dank dafür. Karton geht an die Seite. Da habt ihr es gehört. Ich hoffe, die Nachbarn nicht. Ja, Freunde, dann habe ich mir auch ein bisschen was gekauft.
zum Beispiel bei Müller, dieses Podiberg. Das fand ich übelst cool, so ein kleines, vier Noppen breites Auto. Und das habe ich dann auch im Stream beim lieben Michael schon gebaut. Da seht ihr es, ich fahre es mal euch entgegen. Hui, ein richtig cooler, kleiner Flitzer mit Skateboard hinten dran und einer Figur, die so ein bisschen aussieht wie ich, also Mütze und Bart, so, ne? Nur der trägt ein Unterhemd, ich nicht. Ich trage ein schönes T-Shirt, ne? Aber diesen Flitzer fand ich ganz cool, musste ich mir dann nochmal kaufen. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich es hinpacke. Ich lege es hier langsam auf den Boden, damit die Nachbarn nicht böse werden. So, dann beim Müller nebenan bei uns quasi ist Fedes, ist nicht weit weg. Da habe ich was von Blocky gefunden. Ihr wisst, ich mag Blocky, den Hersteller aus Polen. Und der hat auch jetzt so kleine Polybags. Auch so kleine Tütchen mit so Minisets, so 3 in 1 für 1,99 beim Fedes. Und da habe ich mir hier so einen kleinen Aussitztrecker, Rasenmäher gekauft. Dann Feuerwehrsachen. Dann hier nochmal Polizei. Ein SWAT-Team oder ein Polizeirennkart. Und hier noch ein bisschen Baustelle, so ein fahrbaren Mini-Betonmischer und einen kleinen Bagger und so. Fand ich ganz nice. Ich hatte ja gesagt, ich möchte euch noch weiterhin Kobi, Kobi wird es hier immer geben, Blocky vorstellen. Und deswegen dachte ich mir, komm her, probiere ich doch mal einfach diese Polybags von Blocky mal aus. Finde ich ganz interessant. 3 Autos oder Sets oder ja, Fahrzeuge und vor allem immer mit Minifiguren. Und ich finde diese Minifiguren ja ziemlich lustig. Geht auch an die Seite hier unten. Boom. Habe ich mir gegönnt. Naja, 1,99 € beim Fedes hier bei uns in Baden-Württemberg. Finde ich ganz cool. Dann hat mir der Volker was zukommen lassen. Wieder eins seiner Mocs. Was genau? Lasst euch überraschen, Freunde. Da gibt es wieder eine Mock-Studio-Folge drüber. Ich habe jetzt ja erst vor ein paar Tagen mit dem Patrick das Mask-Video fertig gemacht. Hier gibt es wieder eine Folge von Volker vom Kupfer, wie er bei Rebrickable heißt. Lasst euch überraschen. Gibt es ein extra Video. Steinchen gehen an die Seite. Ja, dann habe ich beim lieben Tim in Hannover was gekauft. Hier steht zwar Steinchen Shop, aber das habe ich mir beim Tim gekauft. Das sind 2 Bäumchen. Jetzt habe ich nicht so den grünen Daumen. Ich glaube, es heißt einmal Baum dunkel, Baum hell. Genau weiß ich es gar nicht, was es ist. Sagen wir mal, es ist eine Eiche und eine Kastanie. Also so um den Dreh. Ich weiß es leider nicht so genau. Ja, Freunde, ach so, ja hier, das Übliche, Freunde, wisst ihr ja auch, bei mir gegenüber, quasi da hinter euch ein paar hundert Meter, ist ein Rossmann und dann kam ich nicht drum herum, mir den Captain America Mech zu kaufen, einfach aus dem Grund, weil der hinten so ein fettes Schild von Captain America hat, richtig cool und ich mag Captain America, also wenn mich einer fragt, Team Iron Man, Team Captain, ich weiß, die Frage ist nicht mehr so relevant wie früher, aber ich bin auf jeden Fall Team Cap, ja. Geht auch nach unten und dann ist hier genau auch noch mal Rossmann diesen coolen Mähdrescher den Straßenkehrmaschine, die Straßenkehrmaschine, die habe ich mir auch gegönnt, die habe ich schon mal gebaut in einem Stream und die habe ich glaube ich schon 3 oder 4 Mal, aber ich finde die richtig cool und da gibt es auch ein cooles Mock von mein Freund Juri aus den Niederlanden, hat den richtig cool umgemockt, vielleicht verlinke ich euch das unten, wenn ich den Link noch finde, richtig cool, deswegen brauche ich dieses Fahrzeug nochmal als Basis dafür, vielleicht gibt es da auch eine Folge vom Mock Studio, weiß ich nicht, muss ich nochmal schauen, aber es ist auf jeden Fall ein ulkiges kleines Teil und wie ich erfahren habe, geht das EOL. Also, wenn ihr es beim Rossmann kriegt, zugreifen. Ist ja auch nicht teuer. Ja, dann ist hier mir also ein Brief entgegengefallen. Der lag schon etwas länger bei uns. Er ist aber etwas untergegangen in der Post. Und das ist nämlich Post von der lieben Mipi. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich reiße es mal hier auf. Aus Berlin, aus der Hauptstadt. Ich kann mir denken, was drin ist, aber ich freue mich ganz besonders. Oh, hier steht für Heather, das musst du aufmachen. Und einmal für Jörn in Pink, fast lila. Dann schauen wir mal rein. Schon mal vielen lieben Dank, liebe Mipi. Uiuiui. Geil. Mipi Steinchen und ein Mipi Pinguin. Und eine Mipi Karte. Ich halte sie euch mal in die Kamera. Schaut mal hier. Und schaut mal da, ich weiß nicht, ich muss meinen Finger so halten, vielleicht könnt ihr es hier ab, wie heißt es, QR-Coden, sagen wir es mal, das ist die Karte und 3 coole Steinchen, also beziehungsweise eine Teil, die klebe ich mir dann hinten ans Regal, das kriegt meine Kamera leider nicht so scharf, weil meine Kamera will immer auf meine Hand
drauf zoomen. Und der kleine süße Pinguin, der ist cool. Ist ja auch das Wappenteam von Linux, Tier von Linux. Und ich bin ja Linux-Admin ein bisschen. Von daher richtig cool. Und hier nochmal zwei Steinchen in meinen Lieblingsfarben. Also nicht pink, aber unten den lila. Richtig cool. Die gehen hier oben aufs Regal. Ich weiß nicht, ob die Kamera es einfängt. Wir können gleich hier schon die Mipi-Fliese anbringen. Vielleicht sieht das die Kamera. Ich weiß es nicht. Aber du kommst auf jeden Fall hier oben zu meinen Freunden hier neben dem Rupert Markus. Genau, klasse. Mipi, vielen Dank. Oder Pinguin, der bleibt hier. Ganz wichtig. Vielen, vielen lieben Dank. Freue ich mich wirklich super. Hammer. Genau, die Karte, die darf nicht untergehen. Ja, aber jetzt habt ihr es hier schon gesehen bei dem großen Karton. Ich habe es extra verdeckt. Ihr wisst vielleicht, dass ich ein riesen Fan von Hidden Side bin. Und das größte Hidden Side Set habe ich irgendwie, ja, noch nie gehabt. Aber auch dank der Community vom lieben Usurpator des Nordens, cooler Name übrigens, der hat mich drauf gebracht. Er hat angeboten bei, in einem der Discords, ich weiß nicht, ob es meiner war oder vom Doschten, in einer Kleinanzeigenregion, die beide Discords haben, dass er die High School, die Newbury High von Hidden Side verkauft, OVP. Und Freunde, die hat mir echt noch gefehlt und die ist ja richtig cool. Die ist richtig super. Ich mag Hidden Side sowieso und ja, ich bin einer wirklich von den wenigen Leuten, glaube ich, die diese Serie ein bisschen vermissen, weil ich fand das schon ganz cool. Das mit dem Handy, naja, aber die Zeichentrickserie zum Beispiel, die fand ich richtig cool. Das war mal Ghostbusters und Stranger Things in 1 irgendwie. Das hat mir richtig gut gefallen und diese Schule fehlt dabei einfach noch. Und deswegen, ja, bin ich hier richtig glücklich. Dieses, ja, Schnäppchen, doch, Schnäppchen war es auch, aber halt, ne, ich finde es immer ganz gut, wenn man Sachen innerhalb der Community verkauft, anstatt irgendwo sich aufs Regal zu legen und dann halt auf den teuersten Preis zu hoffen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Du hast mich damit sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich hoffe, ich dich auch ein bisschen mit der Kohle. So, geht nach unten. Ups. So, was haben wir hier noch? Ja, ich habe euch gesagt, Amazon Prime Day. Und da kam ich nicht drum her. Und ja, ihr lacht mich wahrscheinlich aus. Denn der Blockster hatte den Zug noch nicht, die 60197. Den, ja, wie heißt der denn? Der hat auch einen Namen. Schnellzug? Ich weiß es gar nicht genau. Wie heißt der denn? Ja, der Zug halt. Mann, der blau-gelbe Zug. Der fehlte mir noch, den habe ich nicht. Ich habe ja generell noch nicht so viele Züge. Die von Moldking habe ich ja damals zu Modbrix zurückgegeben. Aber in einer Stadt muss ein Zug. Ich habe zwar noch einen alten, diesen Intercity, diesen weiß-roten von Lego, aber der fehlte mir noch und war bei Amazon relativ günstig. Deswegen habe ich da zugeschlagen beim Prime Day. Genau. Und ja, nicht günstig, aber zuschlagen musste ich. Und es war auch vielmehr ein Geburtstagsgeschenk. Das ist der Typewriter von Lego Ideas. Den habe ich meiner lieben Freundin, der Heather, hinter der Kamera sitzt sie zum Geburtstagsgeschenk. Nein, ich habe es gekauft als Geburtstagsgeschenk, aber sie meinte, ich soll euch das zeigen. Das ist ein cooles Teil. Ich glaube, das Wichtigste hier an diesem Set ist einfach, dass man es baut. Denn das Bauen muss, glaube ich, viel Spaß machen, gerade wenn man ein bisschen technikaffin ist. Hinter der Kamera wird die ganze Zeit genickt. Also hey, da hier nochmal nachträglich Happy Birthday. Und ich glaube, es ist wirklich ein cooles Set. Bin mal gespannt, wo es dann, wenn es fertig ist, landet hier bei uns. Da wird gelacht hinter der Kamera. Ja, es geht hier an die Seite. Und ja, Amazon Prime Day, da habe ich leider es nicht mehr geschafft, etwas zu kaufen, was viele andere von euch gekauft haben. Aber ich hatte es mir auch ganz ehrlich schon vorher gekauft, deswegen ist es witzlos. Das ist nämlich hier dieser Karton von Mega Constructs, obwohl Mega Blocks draufsteht. Aber vielleicht seht ihr schon, na, steht ja der Name drauf. Halo Infinite Vehicle steht da drauf. Ich glaube, da kann man es auch irgendwo sehen. Genau, da sieht man es vielleicht schon. Gab es beim Amazon Prime Day sehr günstig. Ich habe es aber verpasst und habe es dann woanders gekauft, nämlich bei Modbricks. Und ihr wisst schon, was es ist, wenn ich sage von sehr günstig. Es ist die Halo Pelikan. Oh, ist das schwer. Von Mega Constructs. Das ist Sport hier immer so ein Haul-Video. Da ist sie, wie heißt es denn genau? GNB28. Da seht ihr das Teil. Und das Coole ist ja, man kann es, ja, wie es eigentlich bei allen Halo-Sets war bis jetzt, kann man auch noch ein B-Modell rausbauen, nämlich so eine Festung hier unten. Da seht ihr es, so ein Stand. Und ja, ich bin großer Halo-Fan, das wisst ihr. Deswegen
muss die Pelikan sein. Freue ich mich schon richtig, die mit euch aufzubauen. Oh, geht auch an die Seite und oh, ist echt schwer. Puh, was habe ich denn noch hier? Ich habe schon ganz vergessen. Was in den Menemu und raus bist du. Also dann das hier. Ah, ich weiß es. Das ist was von Lego. Und Freunde, die mich kennen und die mich schon mal in echt getroffen haben und mir dann nicht in die Augen geschaut haben, sondern auf dem Fuß, wissen ganz genau, dass ich nur eine Marke an Schuhen trage und auch fast nur eine Sorte, also Sneakers von Adidas. Und deswegen musste ich mir den Superstar von Adidas kaufen und habe dementsprechend auch hier das GWP bekommen. Und hier für mich das beste Verpackungsdesign überhaupt. Diese Idee ist so Hammer. Einen Schuh verkauft man im Schuhkarton. Ich muss hier aufpassen. So, zack. Richtig cool. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, so sieht der Karton aus. Also genau wie ein Adidas Turnschuhkarton. Und dann klappt man es auf. Und hier ist dann der Schuh drinne. Richtig cool. Also Verpackungsdesign technisch richtig toll. Ich will es jetzt hier nicht aufreißen, weil ich gar nicht weiß. Er wird auf jeden Fall gebaut, Freunde, denn ich bin nun mal ein großer Adidas Superstar-Fan. Mein Logo hat ja auch ein bisschen was mit Adidas zu tun, denn mein Logo, mein Blockstar-Logo, mein neues, ist ja angelehnt an Run DMC und es gibt von Run DMC einen coolen Song, der heißt My Adidas. Also, für mich ein richtig cooles Kartondesign. Ob man es jetzt braucht und wie ich es dann hinstelle, ist ähnlich wie beim Typewriter. Was macht man mit nur einem Schuh? Aber egal. Ich finde es cool. Ich mag Adidas, vor allen Dingen Adidas Superstar. Was ich aber auch mag ist, und das habe ich mitbestellt, Hydra. Ich habe euch ja gesagt, die Bösewichter. Und deswegen habe ich mir dieses 4-Plus Motorrad, nämlich Captain America and Hydra Face-Off, besorgt. Und da geht es mir eigentlich nur um diese weiße Hydra-Figur, die sogar hier wirklich rechts auf seiner sein Harnisch, wollte ich schon fast sagen, auf seiner Weste das Hydra-Symbol gedruckt hat. Finde ich richtig cool, deswegen musste das sein. Bösewichte halt, ihr wisst es. So, Bösewicht, Dr. Doom, geh mal an die Seite. Du gehst mal hier hin und hältst Mipis Karte. So, und dann kriegst du auch noch Mipis Pinguin auf den Kopf. Denn hier habe ich was bekommen, wo ich echt lachen musste. Ein Lego-Karton. Und ich dachte mir so, hä, ich habe doch bei Lego gar nichts bestellt. Ich habe doch nur woanders was bestellt. Und ihr seht gleich, diese Jungs, die haben einfach immer ein bisschen Humor. Ich habe nämlich bei Modbricks Ruinen bestellt. Ich habe sie euch ja schon vorgestellt. Und ja, ich möchte aber mir ein kleines zweites Weltkriegs-Diorama bauen. Und deswegen habe ich mir hier diese zwei Ruinen bestellt und es kam in einen Lego-Karton. Also richtig cool, lustiger Gag, geht hier an die Seite, bleibt bitte stehen. Genau, also ich habe mir diese zwei Ruinen bestellt und das passt auch ganz gut. Das wird ein Weltkriegs-2-Diorama und deswegen gibt es auch hier noch eine Bestellung, die nämlich hier mit zu tun hat. Ich will das integrieren, zusammenbauen und zwar ist das meine erste größere Bestellung bei den Leuten aus Flörsheim, bei Bluebricks. Ich habe ja hier generell, glaube ich, erst ein einziges Mal Bluebricks vorgestellt. Ich habe noch viel, viel mehr Sets von denen, zwar viel mehr, vielleicht 3 oder 4. Und davon habe ich mir auch nicht alle selber gekauft, sondern ein paar geschenkt bekommen. Aber dieses hier, das musste sein, weil ich einfach ja, das Thema spannend fand und es umbauen will zu einer Ruine. Weg! Aha. Sehr geehrter Herr Blockstar, Sie sind ein Idiot. Ah, danke Bluebricks, alles klar. So, da gab es immer die Diamond Blocks, gibt es immer so dabei. Und hier einen wunderschönen Karton, herrliches Design. Oh, ich kann verstehen, dass Herr Thomas aus Frankfurt immer sehr entzückt ist. Und zwar habe ich mir bestellt das Bauernhaus. Ich glaube, 1000 paar zerquetschte Teile. Oh, jetzt wird schwierig mit dem Karton hier. Ach, wir stapeln hier, Freunde. Messi, Klemmbaustein, Höhle 2.0. So. Das Set heißt 1034579595, 1404 Steinchen, das Bauernhaus. Das sieht ziemlich cool aus und durch den Vorgarten kann man gut einen Kobi-Panzer fahren lassen und links und rechts noch ein, zwei Ruinchen. Ich glaube, dann kommt wirklich ein bisschen Zweite Weltkriegsstimmung auf. Wird also ein Diorama, was natürlich dann, damit ich auf keiner Lego-Ausstellung kann, aber vielleicht gibt es ja demnächst die eine oder andere Ausstellung, wo auch alternative Mocker ausstellen dürfen. So, nichtsdestotrotz,
Besucht jede Lego-Veranstaltung, Messe, wo ihr gerade könnt, wenn ihr Lust habt und wo es gerade geht. Ja, Freunde, das war mein Haul-Video. Ich habe alles gezeigt, alles gegeben, was geht, also für pakettechnisch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr von diesen Käufen haltet. Oder sagt ihr wieder, oh Gott, Blockster, jetzt knallt er richtig durch. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen quatschen. Freunde, bleibt gesund, besucht mich auf dem Discord oder bei Instagram oder schaut euch nochmal eins meiner vielen Videos an. Ich hab euch gern, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.